Neben der wissenschaftlichen Kompetenz, die unsere Physiotherapeuten mitbringen, sehe ich sie als kompetenten Ansprechpartner und begleitenden Partner neben dem Athletiktrainer im Hochleistungssport. Und sie müssen in der Lage sein, selbstständig Trainingsplanung, nicht nur physiotherapeutische, sondern auch Trainingsplanung zu realisieren. Die Intention, sich für den Studiengang Sportphysiotherapie zu entscheiden, resultiert zum einen aus dem Interesse für das wissenschaftliche Arbeiten, das wir hier an der Sporthochschule natürlich optimal abdecken können, zum anderen aber auch für das Interesse für den Spitzensport. Auch das ist etwas, wo wir hier an der Sporthochschule sehr stark sind. Mich hat am Master Sportphysiotherapie besonders der wissenschaftliche Teil interessiert, weil der mich im Vergleich zu meinem bisherigen Bachelor auch nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Man kann in diesem Studiengang sowohl die Fachgebiete der Sportmedizin, der Sportphysiotherapie als auch der Sportwissenschaft kombinieren, was ein optimales interdisziplinäres Arbeiten ermöglicht. Ich glaube, das Besondere, was die Studierenden aus meinem Unterricht mitnehmen können, ist meine jahrelange Erfahrung, 15 Jahre Betreuung der deutschen Handballnationalmannschaft. Man kann, glaube ich, wenn man das selber erlebt hat, die Emotionen in den Unterricht auch ganz anders transportieren und die Studierenden dahingehend auch motivieren, diesen Weg einzuschlagen. Man hat sehr viel Gestaltungsspielraum. Meine Vision war es, die Sportwissenschaft und die Sportphysiotherapie miteinander zu verbinden. Das habe ich nach dem Studium jetzt umgesetzt, bin in eine leitende Position der Leistungsdiagnostik in ein Team mit zwei Sportphysiotherapeuten und einem Sportwissenschaftskollegen gekommen und kann meinen Traum und mein Ziel verfolgen, das Ganze zu vertiefen.